Ja, sehr verehrtes Publikum hier vor Ort in Berlin und auch vor den Screens zu Hause oder in den Büros. Ich freue mich sehr, heute den aktuellen Stand und in gewisser Weise auch ein Resümee zu meinem Objekt präsentieren zu können. Mein Objekt wurde in Auftrag gegeben von der Stiftung Humboldt Forum und entwickelt in Zusammenarbeit mit der Humboldt Universität unter der Leitung von Christian Stein und mir. Ich unterteile meinen kleinen Vortrag, obwohl es nur 10 Minuten sind, in 3 Teile. Das erste ist ganz kurz persönliche Learnings, vielleicht so ein bisschen etwas auch neben der Tonspur, was man sozusagen gar nicht genau quantifizieren kann, aber dennoch auch eine spezifische, tolle Sache war für dieses Projekt. Zum zweiten dann wirklich zur Anwendung, was ist das jetzt eigentlich, was kann das, was haben wir da entwickelt, und drittens ein Ausblick, wie es eben vielleicht auch weitergeht. Kommen wir zu Punkt 1. Ja, der Zauber der ersten Idee, das ist hier mehrfach heute gefallen, und ich habe in der Vorbereitung meines Vortrags nochmal in die Mails geguckt, liebe Lavinia, vom 17. Juni 2017, da saßen wir zusammen und haben uns intensiv darüber unterhalten, über die Möglichkeiten, die Potenziale des Digitalen. Und wir haben gedacht, das wurde heute auch schon mehrfach erwähnt, wir können es nicht eigentlich den großen Tech-Giganten überlassen, und finden wir nicht eine Möglichkeit, eine personalisierte Erfahrung, die aber unter Umständen eben auch skalierbar, übertragbar ist für verschiedene Museen, zu entwickeln, die auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise die Techniken zu nutzen versteht, die die großen Anwendungen erfolgreich gemacht hat, nämlich sowas wie Engagement Science, Motivationswissenschaften. Und das war sozusagen der Zauber der ersten Idee, und wir konnten damit zum Glück loslegen durch die Förderung. Das war eine ganz tolle Möglichkeit, und es war gar nicht so einfach, weil als wir uns das erste Mal getroffen haben, war das Humboldt-Forum, glaube ich, hieß erstens noch nicht so und bestand nur aus 10 Leuten. Auf der anderen Seite dann eine altehrwürdige Universität. Das heißt, da hat man unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Vorstellungen. Und in dem Setting wollten wir dann sozusagen agil entwickeln, eben nicht mit einem festgeschriebenen Leistungsbuch, sondern erstmal getrieben von dieser Idee und dafür eigentlich in einer Art Designforschung konkrete Vorschläge zu entwickeln. Das ist auch der Punkt zu sagen, ja, wie schwierig das war, denn wir hatten zum Beispiel gar keine Möglichkeit zu testen. Das Humboldt-Forum hatte ja noch nicht geöffnet, und an der Stelle muss man auch Dank sagen zu den vielen Leuten, die immer damit verbunden sind, die dann ihre Häuser plötzlich öffnen. Ja, also die Achse der Willigen, zum Beispiel Herr Chapuis vom Bode-Museum, wo wir dann also eine Zeit lang eigentlich alle 3 bis 4 Wochen immer reingegangen sind und User-Tests gemacht haben. Ganz toll, dass wir das machen durften, und dann eben später raus auch mit der Gruppe um Geschichte des Ortes, dann eben von der Stiftung Humboldt Forum schon, die eben neben dem Eröffnen dieses Hauses und neben diesem Anwachsen des Humboldt Forums sich auch noch immer wieder mit uns getroffen haben, um da weiterzuarbeiten. Das heißt, Ideen können nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden, das stimmt, aber man muss sozusagen ab einem bestimmten Punkt eben auch das Commitment einfordern, und das war bei ganz vielen Leuten der Fall, und an der Stelle eben nochmal herzlichen Dank an alle, die ich gerade genannt habe. Wenn das gelingt, dann kommt man eben nicht nur zu einer interdisziplinären Zusammenarbeit oder vielleicht auch intersektoralen Zusammenarbeit, wie eben zwischen einer Universität und einem neu entstehenden Forum in der Mitte der Stadt mit verschiedenen Museen, die uns da geholfen haben, sondern man schafft es eben tatsächlich, transdisziplinär zu werden. Was ist jetzt der Unterschied? Interdisziplinär ist definiert als ein Mehr an Wissen. Da fließen die Expertisen zusammen, es ist alles irgendwie mehr. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Was wir aber, glaube ich, geschafft haben, und da sind wir nicht die Einzigen hier in dem Raum und in dem Projekt Museum 4.0, ist eine transdisziplinäre Arbeit zu schaffen, und da entsteht anderes Wissen. Das Wissen, was wir jetzt haben, was wir gewonnen haben, über die Schwierigkeiten, die wir überwunden haben, das ist ein Wissen, was es so vorher noch nicht gab, und deswegen, denke ich, kann man es transdisziplinär nennen. Ja, kommen wir zur Anwendung selber. Wir haben eben diese Vorgabe gehabt, super niedrigschwellig, sehr, sehr einfach, sofort in die Interaktion zu gehen. Und wir haben die Individualisierung schon so gemacht, dass man gar keine Daten eingeben muss oder Login oder sowas, sondern es geht sofort los eigentlich mit der Interaktion. Wir haben es vorhin auch kurz im Spiel gesehen. Man sieht die Exponate, die sich eben mit einem Detailbild vorstellen, teilweise nur mit einem kurzen Slogan, der andeutet, wo sie vielleicht herkommen und was vielleicht ihr Zusammenhang ist. Und auf Basis dieser ganz geringen Informationen entscheidet man sich eben, das interessiert mich ja, und dann sieht man das hier auf dem Bild, dann wischt man nach rechts, oder es interessiert mich eben gerade nicht, dann wischt man nach links. Was man darüber aber schaffen ist,
dass bereits nach wenigen Interaktionen im Hintergrund ein basales Profil entsteht des Users oder der Userin. Und mit jeder weiteren Interaktion, mit jedem weiteren Schritt, was man mit der App macht, dieses Profil eben verfeinert wird. Wenn man dann ein Exponat gefunden hat und ich muss eigentlich eher sagen, wenn man sich zusammengefunden hat, weil es gibt durchaus auch Exponate, die einen auch nicht kennenlernen möchten, dann kommt es eben zu dem interaktiven Chat. Das ist kein Chatbot, sondern das sind durchdramatisierte, redaktionell geschriebene Dialoge und darin liegt die Stärke. Es ist wirklich eine Erfahrung, diese Chats durchzuführen. Als User hat man die Möglichkeit, wie in einem Text-Adventure, verschiedene Antwortmöglichkeiten zu wählen. Dementsprechend entwickelt sich der Chat. Aber der Unterschied zum Chatbot oder vielen anderen Vermittlungsmöglichkeiten ist, wir fangen an, wenn wir diese Dialoge erarbeiten, mit einer Persona. Ein Exponat kriegt plötzlich eine Stimme. Das heißt, es braucht einen Charakter, es braucht vielleicht sogar eine Weltanschauung, es hat eine bestimmte Tonalität, es hat auch Meinungen. Und in Bezug auf Meinungen ist vielleicht eine Sache hier hervorzuheben, dass in dieser spielerischen Art und Weise natürlich auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise eben aus der Subjektive heraus ganz verschiedene Perspektiven thematisiert werden können auf das Museum, auf das Exponat. Ja, unser primäres Designziel, denke ich, kann man so beschreiben, dass es uns immer darum ging, eine Nähe zu bekommen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen vor einem Museum, dann ist das doch eigentlich ein Archiv der Tragödien, der Komödien. Da ist alles drin, da ist der Horror drin, da ist Liebeskummer drin, Schönheit, Konflikt. Das ist sozusagen ein riesiges Theatrum, was man aber eigentlich nur zum Leben erwecken muss. Und wenn man das mit zeitgenössischem Vokabular macht, in dieser Messenger-Logik, dann gelingt das, glaube ich, ganz gut. Und wie gesagt, das Ziel war immer persönliche Nähe. Also man hat wirklich danach das Gefühl, sich kennengelernt zu haben und sich vielleicht auch weiter kennenlernen zu wollen. Denn nach dem ersten Chat-Teil, der überall stattfinden kann, komme ich gleich noch zu, kommt eben ein Chat-Teil im Museum selber. Zu diesem Zweck muss man natürlich das Exponat erstmal finden. Und auch das ist sozusagen nicht die übliche Guidance, hier ist der Plan, da steht es rum, geh da jetzt hin, sondern man muss es eben finden mit den wenigen basalen Informationen, die einem zu diesem Zeitpunkt erst zur Verfügung stehen. Und was mit diesem ganz einfachen Trick wiederum passiert, ist, dass der Museumsraum sich eigentlich verwandelt in eine Art Rätselraum, weil man eben mit einem suchenden Blick durchs Museum geht und sein Exponat, was man ja wie gesagt schon ein bisschen kennengelernt hat, jetzt finden muss. Ja, wenn man das dann entdeckt, dann ist das wiederum ein Motivationsschub. Man hat etwas geschafft, man hat eine kleine Challenge eben überwunden und das haben wir hier zusammengefasst unter Entdecken statt Abhaken und das funktioniert eben ganz hervorragend. Kleine Anekdote dazu, wir haben mal ein Testing gemacht im Bode-Museum und da kam ein völlig erschöpftes französisches Rednerpaar rein, die waren schon auf der ganzen Museumsinsel gewesen und dann wollten die tatsächlich noch dieses Testing mitmachen. Und da könnte man dann beobachten, wie sozusagen diese Mechaniken tatsächlich auch funktionieren und die dann eben nach 5, 6 Exponaten, die sie in der Logik gespielt hatten, wieder tatsächlich richtig vital erschienen. Was haben wir noch gemacht? Wir geben dem Nutzer, der Nutzerin die Möglichkeit, eine Sammlung zu erstellen. Sie kennen das, Sie gehen in ein Museum, Sie sind vielleicht auch fasziniert von 2, 3 Exponaten, machen vielleicht sogar ein Foto, gehen raus, alles ist vergessen. So geht es mir zumindest. Ich bin auch ein Amateurnutzer. Aber Sammlungen entstehen ja oder sind auch nicht ohne Grund entstanden. Menschen sammeln gerne und Menschen haben natürlich auch Ownership für ein Wissen, was man sich erworben hat. Und wir geben hier die Möglichkeit, eben eine persönliche Sammlung zu erstellen. Auch hier wieder haben wir als Experience Designer, Game Designer aufs Museum geguckt. Das heißt, wir arbeiten da in Leveln. Ja, man fängt mit einem Exponat an, dann kommt ein zweites, kommt ein drittes, dann greift eine Vervollständigungslogik, das kann man hier so ein bisschen sehen, an Kategorien, die kann man auffüllen und sukzessive erschließt man sich eben diese Komplexität. Ja, das ist ein schönes Foto, das war eine Zusammenarbeit mit den Omaha, die das mal ausprobiert haben. Warum ich das reingenommen habe, war, weil wir natürlich auch vor dem Museum das nutzen können. Wir können es im Museum nutzen und wir arbeiten auch daran, dass man es nach dem Museum nutzen kann. Das heißt, man hat ja die Sammlung auf der Tasche und es kann durchaus sein, dass wenn ein Exponat restauriert werden muss oder umgestellt wird, dass es sich eben nochmal meldet. Man hat diesen Kontakt einmal hergestellt und wir haben die Logik, das ist möglich. Das heißt, wir erweitern einerseits zeitlich die Nutzung, das wurde ja heute auch schon einigermaßen thematisiert, aber eben auch örtlich, weil man im Prinzip von jedem Ort aus der Welt das benutzen kann.
Ganz zu Beginn von dieser Idee hatte ich erwähnt, die Faszination, wie man so etwas vielleicht auch übertragbar machen kann. Ja, wir haben uns das angeschaut bei Museum 4.0, das Vision Statement, also eben die, der Gedanke, dass das, was man dann hier entwickeln darf, eben auch für alle nutzbar ist. Und wir haben eben mit Absicht kein technologisches Feuerwerk gemacht, sondern wir haben versucht, es so weit runterzudrehen und bei gleichzeitiger maximaler Experience. Das bedeutet an der Stelle, dass eigentlich fast keine Ressourcen notwendig sind. Das heißt, wir brauchen kein Wi-Fi vor Ort. Wir sehen auch hier, dass es immer ein Problem ist mit dem Wi-Fi. Man braucht auch keine Leihgeräte, weil die Leute ihre eigenen Hightech-Rechner natürlich in der Tasche haben. Man braucht auch kein Personal. Es gibt sozusagen keinen Betreuungsaufwand. Es ist selbsterklärend und es gibt auch kein Login. Das heißt, diese große Schwelle, die wir auch in Umfragen herausgefunden haben, dass Leute Hemmungen haben, eben gleich natürlich ein Login zu machen, also sich eine Kennung zu geben, das haben wir auch weggelassen. Heute läuft die App auf allen verfügbaren mobilen Endgeräten und das ist sozusagen ein bisschen die Pointe, die ich jetzt hier am Ende platzen lassen darf als Kompliment ans ganze Team, dass wir sagen können, dass wir etliche Nachnutzungsanfragen haben. Das heißt, diese Idee scheint funktioniert zu haben, soweit von Museen bundesweit. Und nicht nur das, es gibt tatsächlich schon einen ganz konkreten Nachnutzer. Das Badische Landesmuseum ist da in die Konkretion hervorgeprescht. Und wir dürfen hier an der Stelle verkünden, dass in 2 Monaten mein Objekt dort live gehen wird. Also quasi als weiterentwickelter Prototyp und dann bereits mit über 70 Exponaten. Ja, meine letzte Folie. Also ich kann sagen, diese ganze Geschichte, die ganze Dramaturgie von der Idee bis heute, das war ein Riesenabenteuer. Und wir haben natürlich auch als Forscher und als Entwickler richtig viel gelernt. Auch von der Stelle ein Riesenlob an Museum 4.0, dass es solche Initiativen gibt. Wir haben mein Objekt international präsentiert auf über 50 Vorträgen und Konferenzen von Karachi bis New York und man wird immer wieder beneidet um diese Möglichkeit, dass man eben in diesen Risikoraum etwas schaffen darf, um zu gucken, ob man das eben validiert kriegt. Das heißt, ich denke jetzt nicht nur unser Beispiel, sondern viele Sachen, die wir heute gesehen haben, sind tatsächlich so eine Art Best Practice made in Germany und wer weiß, vielleicht ja sogar über Germany hinaus. Viele von diesen Möglichkeiten sind ja übertragbar. Unser Resümee würde lauten, dass hier der Nährboden geschaffen wurde für eine Anwendung, die jetzt in eine breite Nutzung gehen kann. Und es gibt eben, wie gesagt, positive Signale, dass das wohl auch so laufen könnte. Und das war vielleicht nochmal ein letzter Rückbezug zu dieser ersten Idee, zu diesem ersten Zauber, ja? Wie weit der uns getragen hat. Das ist doch toll, über diese 2,5 Jahre. Aber eine Innovation ist ja dadurch definiert, dass sie sich wirklich auch durchsetzt. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich immer nur noch eine Idee oder ein Forschungsprototyp und dann muss man eigentlich gucken, ob sie sich wirklich bewährt am Markt und ob man eben Möglichkeiten entwickelt, dass es für alle attraktiv ist, dieses Konzept weiter zu betreiben. Genau, denn, und das ist mein tolles Schlusswort, home is where the innovation is. Danke. Mein Name ist Julia Jakob. Ich stelle jetzt das Unterprojekt Digital Storytelling im Kontext von Kosmos Digital vor. In diesem Projekt ging es in erster Linie darum, dass wir erstmal herausfinden wollten, ob vor allen Dingen die Besuchergruppen Kinder, Jugendliche, später dann auch Senioren, also Personen ab 60 plus, Lust haben, mit digitalen Hilfsmitteln, mit technischen Hilfsmitteln selber Filme herzustellen. Wir haben uns natürlich auch zum Ziel gesetzt, innovativ zu sein, also im Kontext Museumspädagogik oder eben im Bereich der Vermittlung, Angebote zu schaffen, die es noch nicht gibt. Und haben dann mit den Mitteln des Film- bzw. Video-Storytellings ganz konkret verschiedene Workshop-Formate durchgeführt. Storytelling bzw. Digital Storytelling ist ja auch ein ziemlich weiter Begriff. Video-Storytelling, dazu komme ich gleich nochmal, ist sozusagen ein Untergenre. Das ist ganz wichtig, weil ich sozusagen auch als Vermittlerin in dieser Zeit
erstmal herausfinden musste, wo die Kompetenzen liegen. Also was können denn die Grundschüler oder die Schüler eines Gymnasiums im Leistungskurs Kunst überhaupt selber schon produzieren? Können sie Geschichten erzählen? Gibt es da Know-how? Das war alles Aufgabe herauszufinden und später sozusagen dann auch im Bereich der Evaluation auszuwerten. Die Prämisse war zugleich, dass es auch eine Objektbeziehung geben sollte, also nicht freies Video-Storytelling, sondern von Objekten aus Geschichten zu erfinden mit den Mitteln des filmischen Erzählens. Ich komme kurz einfach nochmal dahin, darzustellen, oder man sieht es an den Punkten, dass digitales Geschichtenerzählen ein sehr, sehr weites Feld ist. Ich gehe davon aus, dass das viele Leute auch schon wissen, aber manchmal geht es ein bisschen verloren, wenn man vielleicht auch damit konfrontiert ist, ständig mit Video-Stories oder Foto-Stories überflutet zu werden im Internet, in den gängigen Channel. Zum Beispiel WhatsApp, Facebook, Instagram haben immer eigene Story-Tools, das sind dann eigentlich animierte Fotos, die mit Musik unterlegt werden können. Dann natürlich Webseiten, Fotoreihen, E-Magazine, Bücher, Filme, die im Internet gezeigt werden, das ist alles Digital Storytelling. Das ist mir nur ganz wichtig, dass man das sozusagen auch immer noch mal sich vor Augen führt, oder für mich war das wichtig in der Arbeit, um dann auch so zu vermitteln, dass Video wirklich die hohe Kunst ist in der Produktion. Der ideelle Anspruch war aber, die Besucher bzw. die Fokusgruppen dazu zu ermächtigen, selber einen Standpunkt zu finden. Das bedeutet, dass sie, wie auch in dem Format, was man jetzt sieht, in den Object Talks ein Objekt erleben konnten. Man sieht das jetzt hier, ist das ein Tucano-Schemel, der noch eingepackt ist und natürlich dann in diesem Format ausgepackt wurde und die Besucher bzw. die Testteilnehmer in diesem spezifischen Workshop haben sich dann ins Verhältnis gesetzt zu diesem Objekt. Es ist so, dass mehrere Werksauftragnehmer in diesem Bereich für die Stiftung arbeiten durften. In dem Kontext oder in diesem Format hat sich eine professionelle Dokumentarfilmproduktionsfirma mit Experten und auch Laien, die sich aber auch im Kontext von Bürgerwissenschaften schon mit museologischen Themen beschäftigen, zu diesem Objekt befragt und Filme produziert. Also da gibt es sozusagen verschiedene Reihen, die mit den Objekten zusammenhängen. Dann gab es den Bereich Video-Storytelling für Kinder und Jugendliche. Da haben wir über anderthalb Jahre in vier verschiedenen Zeitformaten Workshops durchgeführt. Das waren zweimal 20 Stunden und zweimal 8 Stunden. Und dafür wurden verschiedene Testgruppen akquiriert. Diese Kontaktanbahnung geschah also mit einem schönen Flyer. Ich mache das nur deutlich, weil auch schon in dieser Erstellungsphase klar wurde, dass wir ganz komprimiert schaffen müssen, da eine Motivation zu erzeugen, mitzumachen, weil wir eben das Haus eben nicht hatten und tatsächlich mit den Objekten dann auch in die Schulen gehen mussten. Also es war bei uns halt leider erst am Ende möglich, dass wir auch die Schüler aus der Schule heraus in einen anderen Kontext holen konnten. Und das ist immer sehr beliebt bei Direktoren und Lehrern, dass ein anderes neues Lernumfeld für die Schüler eine Rolle spielen sollte. Wir haben natürlich die Themen Abgabe von Deutungshoheit fokussiert, aber letztendlich geschah das dann automatisch in dem Prozess. Das heißt, auch wir hatten den Fokus, dass die Kinder und Jugendlichen ihre eigene Deutung zu dem Objekt in Form ihres eigenen Films veröffentlichen. Veröffentlichen heißt, dass wir diese Filme jetzt erstmal sammeln. Es sind insgesamt um die
35, 36 Filme entstanden. Die werden bei uns intern online gestellt, aber natürlich noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Deshalb zeigen wir die auch gerade noch nicht, weil das auch ganz wichtig ist, dass diese Filme natürlich redaktionell nicht bearbeitet wurden und wir jetzt erst in der Phase sind zu evaluieren, wie man auch mit dem Inhalt umgeht. Die Fokusgruppe wurde später erweitert auf Senioren und da haben sich dann ganz andere Dinge ereignet durch die Präferenzen und Vorlieben dieser Personengruppe. Hier sieht man jetzt die Schüler der Grundschule in Prenzlauer Berg. Dort konnten wir mit dem Berliner Stadtmuseum zusammenarbeiten. Wir sind also im Rahmen einer Projektwoche, die 5 Tage lang stattfand, mit den Schülern erst in dem Klassenraum gewesen, haben die technischen Hilfsmittel präsentiert. Das ist zum Beispiel ein Gimbal, was man hier oben links ganz gut erkennen kann. Das ist ein Kameraschwebesystem und war bei dieser Zielgruppe sehr beliebt, weil die Kinder in dem Alter oder die Schüler in dem Alter auch einen sehr leichten Zugang haben zur Technik, weil sie oft mit den eigenen Handys eben sehr vertraut sind. Dann sieht man einen Schüler, der das Schloss tatsächlich, beziehungsweise eine Fassade, das ist ja nicht das Schloss, eine Fassade des Humboldt-Forums nachzeichnet und da ist dann in dem Fall ein animierter Trickfilm entstanden, der auch am Ende der Woche gezeigt wurde. Dann gibt es die Mädels, die jetzt gerade ihre eigenen Sprachaufnahmen anhören. Also wir haben in dem Kontext, sage ich mal, zu 90% geschafft, dass die Filme auf dem Handy produziert wurden mit Native Apps, die auch gemeinfrei sind, also schon jetzt zugänglich, ohne dass großartig hohe Gebühren gezahlt werden müssen, sodass die Schüler auch unabhängig beziehungsweise auch Institutionen mit kleineren Budgets da sehr schöne Filme produzieren können. Man sieht unten jetzt einen Vermittler, einen Anleiter, der selber Experimentalfilmer ist und erfahren war mit Kindern und Jugendlichen und da haben wir auch mit einer Willkommensklasse arbeiten können, der in dem Moment live seine eigene Stimme für den Film als Stilmittel benutzen möchte. Er spricht einen Text ein, der dann auf dem Bild später liegen wird. Insgesamt sind 23 verschiedene Formate in diesem spezifischen Kontext entstanden. Man sieht jetzt hier unten zum Beispiel auch ein junges Mädchen, die, als ich sie kennenlernte, sich nicht besonders für Museen interessiert hat, auch nicht für das Thema Klimaschutz und überhaupt will sie jetzt, ja, wie es so oft ist, eigentlich sich eher mit ihren Schülerinnen oder mit ihren Mitschülern unterhalten. Das war sozusagen ein Kontext in einer Gesamtschule, auch in Berlin-Mitte. Und ich hatte erstmal einfach geguckt, okay, was interessiert diese Schüler? Und dann habe ich mitbekommen, dass sie natürlich oft sich auch Tutorials angucken, Make-up-Videos interessant sind, sie selber dieses Thema gerade sehr attraktiv finden und habe gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass wir ein Videotutorial inszenieren. Nur sie selber mit dem kosmetischen Produkt eben nicht im Fokus stehen, sondern ein Objekt. Und da war es auch sehr erleichternd, dass wir die Möglichkeit hatten, ein Objekt zur Verfügung gestellt zu bekommen, und zwar auch von der Humboldt-Universität, das Humboldt-Lab. Und wir haben diese Fairy Liquid-Flasche bekommen, die eben auch, sagen wir mal, sehr inszeniert in diesem Workshop-Kontext als ein ganz besonderes Objekt zu behandeln war. Man sieht das mit den Handschuhen und dann auf der anderen Seite die vielen Handys, sodass die Schüler verstanden haben, dass dieses Objekt eine tiefere Bedeutung hat, die im Inhalt liegt. Und durch diese verschiedenen Versuche, ein gutes Tutorial zu produzieren, haben die Schüler sich immer intensiver mit diesem Objekt auseinandergesetzt. Am Ende hat sie inhaltlich verstanden, dass der Zusammenhang sozusagen von diesem Objekt und dem
Alter, was man auf dieser Flasche erkennen kann, eine interessante Interpretation zulässt, nämlich dass eben Plastik eben über viele, viele Jahre oder auch Jahrzehnte eben ja nicht verfällt. Im Kontext von Klimaschutz und Greta Thunberg war das eben sozusagen auch dann noch bekannt. Dann haben wir auch verschiedene andere Trickfilmtechniken probiert, auch die Legetrickfilmtechnik, die man unten ganz gut sehen kann. Die Schüler haben selber geschnitten, erstaunlicherweise sind wirklich also da schon viele digitale Kompetenzen vorhanden und ganz, ganz wichtig in solchen Kontexten war immer die Auswertung, also dass wir die Schüler auch begleitet haben, wirklich bis am Ende ihren Film in den Fokus zu stellen, den fertigzustellen, zu präsentieren. Interessant war auch die Möglichkeit eines interkulturellen Dialogs. In dem Fall haben wir mit einer Willkommensklasse gearbeitet aus Wittenau. Und ich weiß noch, dass der Lehrer, den ich natürlich vorher kontaktiert habe, auch im Rahmen einer Referentenausbildung das ganze Projekt vorgestellt habe, Bedenken hatte. Also er meinte, nein Julia, also mit meinen Schülern kann man da nichts machen, da hast du keine Chance. Und schon gar nicht Museum und nee. Und dann bin ich aber dran geblieben und sein Mentor, den hatte ich vorher schon kennenlernen dürfen, das wusste er nicht und der hat mir gesagt, auch wenn dieser Lehrer Bedenken hat, er würde versuchen, ihn dazu zu bewegen, weil er ahnt, dass dieses Format Potenzial hat, gerade solche Schüler auch zu binden an Institutionen, in dem Fall sogar die Schule vielleicht erstmal, weil die ganz frisch in Deutschland waren, zum Teil, also unten die Schüler sind das, gar nicht so gut Deutsch konnten. Und da vielleicht doch auch Erkenntnisse hervortreten, die für den Lehrer interessant sein können. Also dass solche Formate ja auch spannend sind, um rauszufinden, was diese Schüler noch so können, außer, stich zu dich dran, außer jetzt konkret auf den inhaltlichen fachspezifischen Wissenskontext zurückzugehen. So, und in dem Fall hatten wir auch den Tucano-Schemel dabei und das ist ein traditionelles Objekt aus Lateinamerika. Wir haben versucht, über das Thema Tradition, Glaube, Religion im weitesten Sinne inhaltlich Kontakt mit den Schülern aufzunehmen. Und das war auch erstmal schwierig. Dann habe ich gefragt, okay, was fällt euch ein? Kennt ihr denn bei euch ein Symbol oder ein Objekt, das einen ähnlichen hohen Stellenwert hat? Also der Tucano-Schemel wird bei den Tucano benutzt, um sozusagen eine Transformation einzuleiten. Ein Schamane setzt sich auf diesen Hocker und in dem Moment, wenn er sich darauf setzt, zündet er sich eine Zigarette an und verwandelt sich sozusagen in diesen Schaman und hält in dieser neuen Persona das Böse ab. Und irgendwann haben diese Jugendlichen verstanden, was ich meinte und haben sich auf ihre eigene Religion bezogen, eben den Koran, und konnten dann ganz, ganz schnell verstehen, worum es ging und haben auch verstanden, dass wir einen Film produzieren, der diese Auseinandersetzung zum Inhalt hat. So, dann sind wir später tatsächlich im Sinne von neuen Outreach-Methoden auch zu den Personen nach Hause gegangen. Das war noch vor Corona. Man sieht hier die Schlossplane, die 1993 auch an der Schloss- oder an der Stelle, wo jetzt das Humboldt-Forum steht, montiert war. Und hier ging es auch erstmal darum, den Teilnehmern diese Technik beizubringen, die Hilfsmittel, wie man mit Handys filmen kann. Später bin ich dann auch nach Strausberg gegangen, tatsächlich in ein Gebiet, wo viele ostdeutsche Menschen leben, und habe anhand von der Schlossplane und auch der Wahlurne bestimmte Fragetechniken entwickelt, sodass die Interviewpartner sich ganz konkret auf biografische, anekdotische Erlebnisse beziehen konnten. Dann hatten wir
auch die Situation, dass Corona kam, das war für uns schon auch wirklich, wie soll ich sagen, eine schwierige Phase. Es war so, dass auch Teilnehmer direkt betroffen waren, auch gesundheitlich stark betroffen waren, auch infiziert waren, auch einer gestorben ist, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also das ist tatsächlich wirklich in dem Moment klar gewesen, dass man über digitale Hilfsmittel oder auch über eine ganz normale Chat-Telefonie, Video-Calling in Verbindung bleiben kann und für diese Leute da sein kann. Wir haben das natürlich mit dem Storytelling verbunden, weil es auch Sinn machte, den Inhalt nach wie vor wichtig zu nehmen, also dass die Teilnehmer bei ihren Geschichten bleiben können. Das Format Video Walk ist ja nur ein Beispiel und zeigt hier, dass wir dann auch filmisch diese Protagonistin begleitet haben und in ihrer Geschichte das Paradies meiner Mutter auch an den Punkt gekommen sind, herauszufinden, wo ein bestimmtes Foto, das hat man jetzt hier gesehen, gemacht wurde. Das war 1953 und sie ist in ihrer Erinnerung immer mit ihrer Mutter im alten Berlin zusammen gewesen und sie waren dort und hatten immer routiniert einen gleichen Spaziergang und diese Teilnehmerin war sehr überzeugt davon, dass das die Schlossruine war. Der Ausgangspunkt, will ich nochmal sagen, ist die Schlossplane gewesen. Also das ist sozusagen die Basis, die Quelle und am Ende sind wir bei diesem Format. Das ist ein Storytelling-Format, das kann man auch ganz einfach als One-Pager sich vorstellen. Das bedeutet, dass wir dort Fotos einspeisen können und auch Videos oder Audioaufnahmen. Und man somit auch ein Zwischenergebnis hat für ein dokumentarisches Videoformat. So, die Mehrwerte, die jetzt, glaube ich, schon ganz deutlich wurden, liegen in der interkulturellen Kommunikation und Bildung über ein digitales Medium. Die direkte persönliche Bezugnahme zum Objekt ist ziemlich einfach herzustellen und was sehr schön ist, dass es aber keine direkte Betroffenheit gibt. Also es bedeutet, wenn man jetzt ein Objekt hat, was direkt Gefühle auslöst, die zum Beispiel auch schwer auszuhalten sind, dann kann man die wunderbar kanalisieren über diese Geschichten, weil ich sofort dann die Möglichkeit habe, in Storytelling einzusteigen. Es ist natürlich möglich auch zu schauen, dass man nach inklusiven Kriterien diese Angebote entwickelt. Das heißt, dass man auch schauen kann, mit welchen Beeinträchtigungen die Teilnehmer kommen und dann je nachdem eine technische Anpassung leisten kann. Dankeschön.